Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunner Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde King of Retail. Habe ich lange nicht mehr gespielt und ich dachte mir, zocke ich das doch einfach mal wieder. Und ja, heute ist es wieder soweit. Ich werde das heute mal wieder ein bisschen hier zocken. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier alles so ist. Ich würde einfach mal sagen, wir starten den Tag. Und damit geht's auch los. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was ich so gemacht habe. Okay. Fortschritt schließen. Bitte schließen, danke. So. Gehen wir doch mal hier rein in die gute Stube. Wir haben hier relativ viel eigentlich alles neu, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier noch in unserem Lager was drin? Ja, hoppala. Ne, nicht verkaufen. Auspacken will ich das. Ach so, das ist noch da drauf. Ach so, bin ich blöd. Ah, jetzt kommen da neue. Ich kann ja erstmal hier gucken. Artikel hinzufügen. Okay, ich habe keine mehr in. Naja, ich habe tatsächlich keine mehr. Übrigens, am 8.1. ist ja der Bauernstreik gewesen. Also zu diesem Zeitpunkt, wo ihr dann wahrscheinlich dieses Video sehen werdet, wird wahrscheinlich der 9.1. sein. Und auch bei uns hier in dem Dorf ist tatsächlich das gewesen. Das heißt, wir hatten hier auch reichlich Stau auf dem Weg zur Arbeit und zur Dings. Ah, guck mal, die ersten Kunden kommen doch hier schon. Geil. Mann. Ist hier nur die. Hat die was gekauft? Nö. Kann ich da. Ja, also Schuhe habe ich auch nicht mehr. Haben die was gekauft? Ja, haben die. Dim, dim, dim. Ne, nicht anhalten. So. Ja, auf jeden Fall haben sie da gestreikt und, ja. Wir kamen tatsächlich dann auch spät zur Arbeit und sowas. Aber passiert. Eigentlich müsste ich noch so. Die weißen Schuhe muss ich auf jeden Fall wieder neu kaufen. Und hier sind tatsächlich nur zwei Hosen drin. Damenbekleidung. Knöpfe, kurze Hosenröcke, Hosen. Nö. Ist alles aufgefüllt anscheinend. Damenbekleidung. Nee. Also. Ah, doch, hier Kleider. Nee, das sind doch die hier, ne? Ja. Nee, gut, dann brauche ich die dann nicht draufpacken. Oh ja, ich komme ja schon. Hallo. So, ist der Mitarbeiter vom Lager wieder hier? Aha. Auspacken. Lager ist voll. Ich glaube, ich sollte auch mal eine neue Lagerfläche hier kaufen, ne? Schilder, Kaufinventar. Diebstahlsicherung, Artikel. Inneneinrichtung. Nee. Lagereinheiten. Ja, Lagereinheiten hier. Hier sowas. Einmal drehen. Was? Jetzt müsste ich das doch hier auspacken können. Ja, es funktioniert. Okay, geil. Dam, dam, da, dam. Hat eigentlich schon Bock gemacht, ein bisschen später zu kommen tatsächlich. Aber, den Dings hat es natürlich auch teilweise geschadet. Moin. So, einmal auffüllen. Ich habe ernsthaft nur diese Hosen oder was? Verdammt. Nee, Knöpfe. Warum heißt das Knöpfe? Das ist dieselbe, okay. Habe ich von den Schuhen welche hier drin? Nö. Auch nicht. Ah, aber hier kann ich auch füllen. Zack. Und hier auch. So. Also ich gucke mal später, wenn ich hier die Dings fertig habe. Können jetzt hier mal tatsächlich ein bisschen vorspulen.
weil das jetzt sonst alles viel zu lange dauern würde. Vielleicht sollten wir auch mal eine Mitarbeiterin hier einstellen für die Kasse. So, wie viel wollen die hier noch einkaufen? Bitte, bitte viel, weil ich brauche Geld. I need money. Danke für deinen Einkauf und bis bald. Lass mich hier durch. So, wir haben hier nämlich noch tatsächlich Schuhe und Hosen. Ah, hier sind noch die Hosen und Schuhe. Geil. Eigentlich müssten wir auch mal wieder neue Sachen tatsächlich holen, aber ernsthaft, jetzt sind da noch zwei Sachen, die ich... Ich komme nicht durch. Was möchtest du denn kaufen hier? Verkaufbeginn. Batz, batz, batz. Ach ja, komm, dann heul leise. Hey, can you help me? So. Soll ich dir helfen, oder was? Thank you. Naja, bitte sehr. Nee, Schuhe waren das, genau. Ich hab doch Schuhe ausgepackt. Jetzt habe ich nur die Hosen, oder was? Oh, moin, warte. Warte, warte. Ich komme schon. Ja, danke, danke. Danke für Ihren Einkauf. Vielen Dank. Und das kommt alles schön in meine Tasche rein. Kann ja sie zwei Sachen nur ausdingsen? Nö. Ich pack die Schuhe jetzt hier rein. Geht nicht. Na, warum nicht? Ach, weil das andere sind. Hey, have a minute. Auffüllen. Ja, warte mal, ich gleich. Nee, ich muss tatsächlich hier das Geld einsammeln. Ich kann aktuell nicht helfen. Mann! Hey. So, jetzt kann ich zu Ihnen kommen. Kann ich doch nicht. Tschüss. Nein, ich kann dir nicht helfen. Also es wird schon ein bisschen anstrengender hier tatsächlich. Mal sehen, wie viel Umsatz wir heute in diesem Ding schaffen. Also wir haben fast die 1000. Ich weiß nicht, ob ich schon mal 1000 hatte. Aber das schmeckt doch. So, füllen wir die hier mal auf. Zack. Füllen wir die hier auch mal auf. Ich habe jetzt hier irgendwie neue Schuhe. Genau, die sind jetzt dort. Okay. Kann ich hier noch irgendwas auffüllen? Ja. Batz, batz, batz. Ah, hier ist auch einmal alles aufgefüllt worden. Die Kleider hier, das sind Hemden, ne? Ne, sind auch Kleider. Die gehen hier ganz gut weg, muss ich sagen, ne? Das ist doch geil. Ja, ja, ich komm schon. So, packen wir mal kurz noch hier die restlichen aus. Also einen noch, so, zack. Das ist hier auch alles weg. Lass mich hier durch. Oder was wollen die denn alle? Männer-T-Shirts. Männerhosen. Sorry, ich habe hier aber gerade einen Kunden. Thank you. Ja, ja, bitte sehr. Ja, ja, ich komme schon. Ey, dass sie hier mal alle pfeifen müssen. Sind ja alles so kleine Pfeifen. Hey. Nimmt er was? Ich hab dir doch gerade schon geholfen, Junge. Das hier sind Frauen-Tops. Okay, da könnte mal einen Blick drauf werfen, ja. Ich komme, jetzt hör auf rumzupfeifen hier. Hey, got a second. Ja, ich hab eine Sekunde. Nee, ich hab doch keine Sekunde. Erst wenn die hier bezahlt hat. So, jetzt habe ich eine Sekunde. Okay. Was können Sie mir über interessant in Ihren Männerschuhe? Dann halt Männerhosen. Ja, dann halt T-Shirts, Bruder. Mhm.
Ich habe zwar keine, aber okay. Moment. Oder ich war fast im grünen Bereich und jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Zack. Danke. Vielen Dank. Gestohlene Artikel. Ein Dieb ist es gelungen, einige ihrer Artikel zu stehlen. Kann ich hier nicht irgendwie Diebstahlsicherung? Genau. Mietkosten? Ach, dafür muss man was bezahlen? 260. Tägliche Mietkosten, Chance auf Ergreifung 70%. Ja. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, Entschuldigung. Excuse me. So. Verkauf beginnen, ja. Vertrag. Vertrag? Thanks. Ja, bitte. Tschüss. Vielen Dank für Ihren Einkauf. So. Das war doch mal ein geiler Tag, muss ich sagen. So, wir schließen jetzt hier erstmal die Kasse. So. Ja, mehr kann ich jetzt hier nicht machen, weil was soll ich hier noch machen? Kann ich hier Sachen auffüllen? Nö. Ah, hier. Ja, schön. Ich glaube, ich muss tatsächlich mal wieder alles hier kaufen, was so weg ist. So. Tag beenden und ins Büro gehen, ja. So. Wir haben alles gekauft. Miete und anderes. Ja, okay. 862 haben wir jetzt nur noch. Aber das macht nichts. Bestellung. Verkäufe nachbestellen. Alle hinzufügen. 590 kosten die. Bestellen wir einmal. So. Und jetzt suchen wir auch nochmal nach Damenbekleidung, nach Damenschuhe. Sneaker. Wollen wir mal Sneaker kaufen? Machen wir mal 5. So. Und dann auch noch Tops, nämlich neue Kleider. Wobei, Jacken, Hemden, Unterwäsche. Kurze Hosen könnten wir eigentlich kaufen. Nee, ich muss doch für Damenbekleidung noch Hosen kaufen, ne? Genau, ich habe nur 2 oder sowas. Dann kaufen wir nochmal hier die 5 Stück und dann nochmal die hier für 5 Stück. So. 200. Ja, dann haben wir auch kein Geld mehr. Zack. Gut. Können wir ja nochmal nach einer Mitarbeiterin gucken. Ich bin Janis. Ich hatte eine Kette vom Baumarkt mit 4 Läden. Doktor der Bezahlsysteme. Für was ist denn der gut? 3 Jahre im Tierhandlung zu meiner Person. Ich bin Janis, ich bin verrückt nach Kundenservice und ich möchte mich gerne über mögliche Stellenangebote bei Ihnen erkunden. Erkundigen, ja. Und ich möchte mich für eine Stelle bewerben und die Wahrheit zu sagen, ich kann stundenlang weiterarbeiten und ich werde niemals einen Kunden unglücklich lassen. Ich bin bekannt unter dem Namen Patricia und ich hoffe, Sie können mein zukünftiger Chef sein. Ein bisschen mehr über mich in bevorzugter langer Arbeitszeit und ich haben selten Fehltage. Bitte schicken Sie mir eine E-Mail. Mhm. Fürs Protokoll, ich glaube, meine Anstrengungen sind Ihr Gewicht in Gold. Kundenservice. Mhm. Okay, Vorstellungsgespräch starten. Wir können ja mal gucken. Also er ist ein Kasten, auf jeden Fall ein Pro und eine Sicherheit auch ein Pro. Okay, Vorteile benötigt bessere Fähigkeiten. Ja, fortsetzen. Können Ihnen tatsächlich so 20? 20 Euro die Stunde? Okay. Ja, komm, wir stellen den ein und setzen den dann für die Kasse ein, tatsächlich. Aber Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ich werde jetzt hier nochmal kurz die ganzen Dinge hier einstellen für ihn. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Stadio. Ciao, ciao.